Ihr Lieben, das war ein Geschmack auf den Himmel. Herrlich, solche großartige Nachricht, gesungen von Männern und Frauen, deren Herz voll ist von der Liebe Gottes. Ehe dass wir zur Predigt kommen, ich möchte euch noch einmal Mut machen, aufzustehen. Gott ist barmherzig mit unserem Körper und du darfst ihn einfach mal ein bisschen bewegen, auch mal die Arme hochnehmen, ja, wenn du willst. Entspann dich mal ein bisschen. So, ach, danke. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Was ist der Mensch? Darüber wollen wir ein wenig nachdenken. Aber vorher möchte ich uns von einem Menschen oder besser gesagt von zwei Frauen erzählen. Eine Frau, 79 Jahre alt, keine Rente, und sie arbeitet 8 bis 10 Stunden, um ihre schwerkranke Tochter zu pflegen und zu finanzieren. Und immer wieder hören wir Nachricht von ihr, und meine Frau und ich, wir haben eine große Liebe zu den Menschen, denen es wirklich schlecht geht. Meine Frau hat all das, was da draußen liegt, genäht, und ich möchte euch einfach nur Mut machen, ihr könnt dieser 79-Jährigen helfen und auch ihrer Tochter. Draußen liegen viele wunderschöne Sachen, da stehen so Preise als Orientierung dran. Hier gibt es zum Beispiel eine Katze, da brauchen wir kein Katzenklo für, sondern sie ist einfach eine Kuschelkatze oder ein tolles Herz, viele andere Sachen. Es gibt 2 schwarze Geldbeutel, da darfst du das Geld reintun. Du darfst an der Stelle einem Menschen helfen. Helfen, damit sie ihre Tochter besser versorgen kann. Und es gibt viele andere, die wir also persönlich kennen, die wir damit unterstützen. Deshalb liegen die Sachen dort und ihr dürft damit Menschen, anderen Menschen helfen. Was ist der Mensch? Wer bist du? Ich wurde einmal gefragt vor vielen, vielen Jahren, wir sind Flüchtlinge von Ostpreußen, und dann fragte ein alter Mann im Dorf: Junge, wer bist du? Ich sage, ich bin der Sohn von meinem Papa. Wer bist du? Kannst du auch sagen, du bist der Sohn oder die Tochter von deinem Papa im Himmel? Ich hoffe ja. Wer bist du? Das ist die Frage jetzt auch in der Verkündigung. Was ist der Mensch, dass du, oh Gott, an ihn denkst, haben wir eben gehört. Aber dass du sogar in ihm wohnen willst, das ist das große Geheimnis. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Weißt du eigentlich, dass heute an diesem Tag Millionen und Abermillionen Gott den Vater anbeten, Jesus anbeten, staunen über das Wirken des Heiligen Geistes? Wir sind verbunden mit vielen Millionen Menschen an diesem Morgen. Und sie preisen Gott und sie beten ihn an. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Und wir staunen über ihn, über diesen wunderbaren Schöpfer, von dem wir eben viel gehört haben in den Liedern. Großartig. Anbetung ist das ganz große Geheimnis. Ihr habt uns mitgenommen in die Anbetung Gottes. Das Staunen über ihn. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal gestaunt hast. Vor wenigen Tagen war ich mit meiner Frau im Wald und ich staunte über eine riesengroße Buche. Dann dachte ich, was bin ich doch ein kleiner Mensch. Großartig, was Gott alles geschaffen hat. Und wir können nur darüber staunen. Wenn du durch die Berge gehst, dann staunst du über die Bergmassive. Gedanke Gottes, weil er will, dass wir wieder das Staunen lernen. Wenn du im Meer bist, vielleicht sogar tauchst. Vor kurzem kam eine meiner Töchter und sagt: Papa, ich war ganz unten getaucht und das ist wunderschön. Ich hätte nie den Mut, unter Wasser zu gehen. Tauchen ganz kurz, ja. Aber sie sagt, das ist wunderschön. Das alles hat Gott geschaffen. Und wir staunen, was Gott alles getan hat. Und wir dürfen immer wieder neu staunen. Herr, unser Herrscher. Wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Ich wünsche uns wieder offene Augen. Offene Augen für das, was er geschaffen hat. Offene Augen für uns. Herr, unser Herrscher, ist er wirklich Herr in deinem Leben? Das Urbekenntnis der Christen hieß: Jesus ist Herr. Was hat er eigentlich dir in den letzten Tagen gesagt? Nochmal neu hingehört? Nochmal neu gelesen, was er dir sagen wollte? Wir haben eben den Psalm 8 gehört in verschiedenen Variationen. Ich will ihn jetzt gar nicht mehr direkt uns vor die Augen malen. Jesus ist Herr. Herr, unser Herrscher. Wie herrlich ist dein Name in allen Landen.
Wann wurde Jesus dein Herr? Ein Psalm Davids. Wir werden ihn stückweise soweit lesen. Aber ich möchte dir vorher etwas deutlich machen. Die Herrschaft Jesu in deinem Leben. Du wunderst dich über Matroschka. Kennst du Matroschka? Wunderbar. Wer hat noch eine zu Hause? Ist das wahr? Sind die am Aussterben? Das darf doch nicht wahr sein. Ja, hier steht Mensch drauf. Ich weiß nicht, du hast heute vorm Spiegel gestanden, ja? Wer hat heute nicht vorm Spiegel gestanden? Du nicht. Oh, einige wenige, dürft ihr noch nachholen. Aber trotzdem seid ihr wunderschön. Aber die allermeisten haben davor gestanden und haben gesagt, mein Gott, ich danke dir, du hast mich wunderbar gemacht. Und Gott hat dich wunderbar gemacht, wunderschön bist du. Er hat sich das ausgedacht. Und, Matroschka, der Mensch ist leer. Was ist der Mensch? Einer auf der Suche. Ich will ihn öffnen. Und Gott hat sich ganz klein gemacht. So klein. So klein, du kannst ihn fast gar nicht sehen. Er wurde in Maria eine Zelle. Musst du dir mal vorstellen. Gott wurde Mensch. Jesus kam in Maria. Und er ist geboren, so wie wir auch geboren wurden. Und Jesus selber, als erwachsener Mann, als 30-Jähriger, ruft er auf und sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wie viele mich aufnehmen, denen gebe ich das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und das ist die Frage auch heute Morgen. Du als Mensch, ich war 14 Jahre alt, als die Frage in mein Herz kam, Arno, steht dein Name im Buch des Lebens? Und ich wusste es nicht, aber 24 Stunden später habe ich gesagt, Herr Jesus, ich nehme dich jetzt auf in mein Leben. Vor 62 Jahren geschah das bei mir. Da habe ich ihn gebeten, Jesus, komm du in mein Leben. Und seitdem weiß ich, er lebt in mir. Du siehst das nicht. Aber du hörst es. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Gott denkt an dich. Er wollte, dass du heute Morgen hier bist. Er wollte, dass du ihn annimmst als deinen persönlichen Herrn und Retter. Er wollte für dich ans Kreuz gehen und für mich, für die ganze Welt. Er wollte deine und meine Sünde auf sich nehmen, um uns zu retten. Sein Name heißt Retter. Und der wunderbarste Mensch, der hier auf dieser Erde war, ist Jesus selber. Er wurde Mensch für uns. Wie herrlich ist dein Name. Im Namen Jesu ist Rettung, im Namen Jesu ist Heil. Wann hast du ihn das letzte Mal angerufen? Herr Jesus, ich brauche dich. Ich erlebe das fast Tag für Tag. Dann schreie ich zu ihm, Jesus, ich brauche dich jetzt. Jesus, ich weiß im Moment nicht weiter. Seinen Namen anzurufen, heißt Rettung zu erleben, auch in den ganz einfachen Alltagsfragen. In aller Welt wird von ihm gesprochen. Jesus ist Herr. Herr, unter deine Herrschaft möchte ich mein Leben stellen. In keinem anderen Namen ist Heil und Rettung als allein in dem Namen Jesus. Ihn zu kennen, heißt also, lebendige Hoffnung in dieser Welt zu haben. Was ist der Mensch? Wer sind wir Menschen eigentlich? Er kümmert sich um dich, haben wir eben gehört und gelesen, auch im Psalm 8. Du kümmerst dich um ihn, steht im Psalm 8. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan und noch mehr. Nicht nur mit Ehre und Herrlichkeit ihn gekrönt. Weißt du eigentlich, dass du gekrönt wurdest? Verachte dich nicht mehr. Viele Menschen tun das. Sie verachten ihren Körper, verachten ihr Aussehen. Gott hat dich wunderbar gemacht. Hör auf, das immer wieder zu beklagen, zu sagen, wie sehe ich auch aus? Wunderbar siehst du aus. Ob mit einem Schwimmring oder mit zwei, spielt doch gar keine Rolle. Ob mit Haare vorne im Gesicht oder oben keine, ist doch egal. Gott hat dich wunderbar gemacht.
Manch einer meint, er müsste zweimal durch die Türe kommen, damit man ihn einmal sieht, nicht wahr? Damit er dann so schlank ist oder querschlank geworden, all diese Dinge. Gott hat uns gemacht und du darfst wieder staunen über das, was er getan hat in deinem Leben. Aber noch ein großes Geheimnis, ihr Lieben, ist mir bei der Vorbereitung aufgegangen und das muss ich uns einfach lesen. Zwar stammt das aus dem Neuen Testament. Dieser Mensch, um den Gott sich kümmert, um dich kümmert er sich. Davon schreibt der Apostel Paulus etwas Großartiges. Mich hat das unheimlich berührt, und zwar aus 1. Korinther Kapitel 6, Vers 19 lese ich. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Was bist du als Mensch, dass Gott in dir wohnen will? Kannst du dir das vorstellen? Denk an Matroschka. Ich habe ihn vor 62 Jahren, Jesus, gebeten, komm du in mein Leben. Seit dieser Zeit wohnt Jesus in mir. Das ist Christsein. Nicht irgendeine fromme, religiöse Idee zu haben, sondern eine Person aufzunehmen in dein Leben. Und Jesus sagt, ich lasse euch nicht alleine. Ich gebe euch den Tröster, den Heiligen Geist. Und Paulus muss die Gemeinde in Korinth ermahnen und sagen, Leute, habt ihr das denn vergessen, dass ihr als Gemeinde der Tempel Gottes seid? Und noch mehr, du ganz persönlich, dein Leib soll ein Tempel Gottes sein. Das heißt, Jesus will in dir wohnen. Gottes Heiliger Geist soll in deinem Leben herrschen und Herr sein. Du gehörst nicht mehr dir selbst, wenn du dein Leben Jesus gibst. Gott will in uns wohnen, unser Leib, ein Tempel des Heiligen Geistes. Kein größeres Wort wurde je über unseren Körper gesprochen wie dieses Wort. Habt ihr vergessen, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Gott sieht unseren Körper. Er wird irgendwann zerfallen und wir werden dann bei dem Herrn sein alle Zeit. Aber während unseres Lebens hier will Jesus durch seinen Geist in dir wohnen. Gott ist nie leibfeindlich. Und darum hör auf, immer über deinen Körper zu klagen. Fang an, ihn dankbar anzunehmen, denn er möchte Tempel Gottes sein. Ist er das? Wohnt er wirklich in dir? Wie viele ihn aufnehmen, denen gibt er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Christus in euch ist das ganz große Geheimnis. Bei dir möchte Jesus zu Hause sein. Gottes Heiliger Geist will in dir wohnen, egal ob dein Körper behindert ist. Ich finde es immer großartig, wenn in Gemeinden, die ich kennengelernt habe, Menschen sind, die auch körperliche Begrenzungen haben. Dann kommen sie mit dem Rollstuhl, dann kommen sie mit Gehhilfen und dann sind sie geliebt und angenommen, auch wenn sie manchmal ein bisschen anders sind. So hat Gott den einzelnen Menschen wunderbar geschaffen, auch mit seinen Grenzen. Auch wenn der Körper behindert ist, auch wenn du schwach bist und müde und krank, auch wenn du dich von der Gesellschaft an den Rand gedrängt fühlst, Gott hat dich wunderbar gemacht. Und er sagt, ich möchte in dir Wohnung machen. Er hat dich angesehen. Und er sagt, weil ich dich lieb habe, habe ich alles für dich getan, damit du erlöst werden kannst. Darum habe ich meinen Sohn Jesus nach Jerusalem geschickt. Darum habe ich ihn dort kreuzigen lassen, sagt Gott der Vater, damit du für alle Ewigkeit in der Herrlichkeit sein kannst. Er, Jesus, hat deine Schuld dort am Kreuz gesühnt. Er hat die Strafe auf sich genommen. Er hat den Tod besiegt, er hat ewiges Leben uns zugesagt, durch seine Auferstehung werden wir ewig leben. Das hat er getan, aus Liebe zu dir und zu mir. Wir sind Gott, dem Vater, unheimlich wichtig. Und vielleicht sagst du manchmal, na ja, für mich interessiert sich sowieso keiner. Falsch gedacht. Gott, der Vater, interessiert sich unheimlich für dich. Und Gott denkt an uns.
erachtet uns. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Er nimmt sich deiner an, auch heute Morgen. Ich weiß nicht, wann du deinen Kindern oder Enkelkindern erzählt hast, wann das geschah, als Jesus Christus dein Herr wurde, als Gottes Geist in dein Leben kam. Ihr Kinder, ihr seid hier heute Morgen. Ich habe eine Arbeit oder Aufgabe für euch. Heute Mittag oder heute Nachmittag Mama und Papa und Oma und Opa und vielleicht auch eine Tante zu fragen: Opa, Mama, erzähl mir mal, wann und wie du Jesus aufgenommen hast. Oder wisst ihr das schon? Wenn ihr das noch nicht wisst, ihr habt eine tolle Aufgabe. Ihr Kinder, fragt eure Eltern, fragt Mama, Papa, Onkel, Tante, Oma, Opa. Fragt sie, wann das geschehen ist, dass sie Jesus in ihr Leben aufgenommen haben. Wann das geschehen ist, als sie Vergebung ihrer Schuld erlebt haben. Wann das geschehen ist, als sie gesagt haben, wir wollen ganz mit Jesus leben. Wir schweigen zu oft in unseren Familien. Und die Kinder und Enkelkinder wissen gar nicht, was Gott in unserem Leben getan hat. Und darum, was ist der Mensch? Gott denkt daran, an dich. Und er sagt, ich will in dir wohnen. Bewohnt Gottes Geist deinen Leib? Wohnt der Heilige Geist wirklich in dir? Christus, in euch, das ist die großartige Hoffnung. Verachte bitte deinen Körper nicht. Er ist ein einmaliges Geschenk Gottes an dich. Diesen Tempel Gottes, diesen wunderbaren Körper wollen wir bewusst beachten, nicht in einem falschen Vergöttern des Körpers, nein, aber zu sagen, Herr, hier bin ich und ich will, dass du mein Herz und mein Leben erfüllst. Ich habe über viele Jahre meine Muskeln zu wenig trainiert. Und die Folge ist dann schwache Muskeln. Hast du deinen Körper gut trainiert? Hast du gesagt, mein Gott, ich danke dir für all das Wunderbare an meinem Körper. Ich möchte dir danken, dass du mich lieb hast. Unbeachteter Körper, falsch behandelter Tempel Gottes, was ist die Folge? Große und kleine Schäden. Und manchmal nimmt Gott uns dann in eine bestimmte Zeit. Und er sagt, du hast nicht auf den Tempel geachtet. Du hast nicht auf deinen Körper geachtet, du hast gegen ihn gearbeitet. Jetzt werde ich dir eine Zeit geben der Ruhe und der Stille. Ich lernte einen Mann kennen, der mir sagte, Arno, es ist eine schwere Krankheit, die ich hatte. Und es vergingen etwa 2 Jahre, bis ich wieder gesund wurde. Ich hatte eine schwere Depression. Aber in dieser Zeit ist Jesus mir begegnet, ganz neu. Und ich habe ganz neu erkannt, Jesus will Herr sein, auch über meinen Körper, über meine Gedanken, über mein Leben. Und er sagte, diese 2 Jahre waren schwer, aber sie waren heilsam für mein Leben. Gott hat mich zur Seite genommen, um mir an der Stelle deutlich zu machen, ich habe noch etwas mit dir vor. Fang wieder an, mit mir zu leben. Der beschädigte Tempel Gottes braucht manchmal Zeiten, um an der Stelle wieder neu entdeckt zu werden, zu sagen, so ist Gott, der mir Gnade und Kraft schenkt. Viele, viele Menschen handeln gegen ihren Körper. Und das ist völlig falsch. Gottes Geist wohnt in unserem Körper. Das sollten wir nie vergessen. Ich frage manchmal im Gebet, Herr Jesus, fühlst du dich wohl in mir? Ja, das heißt, ihn aufzunehmen. Aber wie viele ihn aufnehmen, denen gibt er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Ich habe uns eine Taschenlampe mitgebracht. Lampe hat einen Auftrag, nicht wahr? Soll ich sie aufmachen und mal reingucken, was da ist? Ich weiß nicht, was in dir ist. Jesus selber spricht aber von einem Beispiel. Und er sagt, wenn der böse Geist aus einem Menschen ausgefahren ist, wird auf einmal das Herz der Mensch leer. Und wenn er nicht neu gefüllt wird, und Jesus spricht davon, dass also ein Mensch leer sein kann und wenn er nicht gefüllt wird mit Gottes Nähe und Liebe und Kraft, dann geschehen andere Dinge, die in ihm wohnen. Oh, was ist da drin? Ein Gott. Ich hole ihn raus. Kennt ihr diesen Gott? Geld. Der Mammon
ist zum Gott geworden, erfüllt das Herz vieler Menschen und sie bleiben trotzdem leer. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück, und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Ist der Gott Mammon in deinem Herzen? Dreht sich alles ums Geld? Dann stimmt etwas nicht in deinem Leben. Aber es ist leer und will gefüllt werden, auch in deinem Herzen. Und ich möchte dir Mut machen dazu. Das sind drei Batterien, dreifache Kraft. Gott, der Vater, Jesus sagt, der Vater und ich, wir wollen Wohnung bei euch machen. Und ich gebe euch den Heiligen Geist. Und Gott selbst will in uns wohnen. Ist das nicht großartig? Und ich frage dich noch einmal, wohnt er in dir oder nicht? Es brennt nicht. Weißt du warum? Es brennt immer noch nicht. Weißt du warum? Du hast ein falsches Gottesverständnis. Und das ist die große Problematik bei vielen. Wir kennen Gott nur als Richter, als den Strafenden, der uns fertig macht. Und wir vergessen eins, die Strafe liegt auf Jesus, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Dein Gottesbild, deine Vorstellung von Gott, strafend, der dich haut und fertig macht. Was habe ich schon wieder getan? Warum werde ich wieder krank? Solch ein Gottesbild haben wir oft. Dann kann nichts leuchten. Und darum ist es ganz wichtig, in unserem Leben wieder ganz neu zu entdecken, Gott will in uns wohnen. Er will Raum in uns haben. Er, der Heilige Geist, ist ein Tröster. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen traurig hierher kamst, aber ich weiß, dass Gottes Geist tröstet. Das sind Trauernde. Wir werden nachher die Nachricht erfahren. Menschen, die traurig sind, weil ein lieber Mensch in die Herrlichkeit gegangen ist. Und Gottes Heiliger Geist tröstet. Und so viel Leid und Not erlebst du. Und wenn du ihn als Lehrer in deinem Herzen, deinem Leben hast, wirst du staunen. Paulus schreibt in Römer Kapitel 12, Vers 1, gebt euren Körper als lebendiges Opfer und gottgefälliges Opfer hin. Und dann werdet ihr wieder neu staunen. Dein Körper, Gottes Wohnung. Herr, fühlst du dich wohl in mir? Ja? Jesus, was kann ich alles tun, um dir zu dienen mit meinem Körper? Gottes Heiliger Geist hat uns alle beschenkt. Es gibt niemanden unter uns, der nicht begabt ist. Und mit diesen Gaben Gott zu dienen, mit diesen Gaben zu sagen, Herr Jesus, ich möchte, dass dein Name in diese Welt getragen wird, dass dein Name überall bekannt wird. Gottes Heiliger Geist überführt von Sünde. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst, hoffentlich weiß das niemand. Hab Mut, Schuld zu bekennen. Hab Mut zu sagen, das habe ich falsch gemacht in meinem Leben. Hab Mut zu sagen, Herr Jesus, bitte vergib mir meine Schuld. Und er tut das. Aber Gottes Heiliger Geist erinnert uns und er leitet uns. Und er ist auch ein Schöpfergeist. Wie viel Kreativität. Ich darf das hier einfach mal sagen. Gestern Mittag, ihr Lieben, ich dachte, ich komme zu einer Hochzeit. Ihr habt uns ein Riesenbuffet dahingestellt. Gestern Abend bei meinen Gastgebern, ich dachte auch, es ist noch Nachklang einer Hochzeit. Fantastisch. Das heißt, die Kreativität der Frauen und der Männer, die Kreativität in einer Gemeinde, das alles wirkt der Heilige Geist in uns. Er ist ein Schöpfergeist und er will Neues schaffen. Betet ihr eigentlich um Erneuerung eurer Gemeinde? Betest du um Erneuerung deines Herzens? Betest du um eine neue Leidenschaft? Geist Gottes, gebrauche mich, schaffe in mir ein reines Herz. Gib mir einen neuen, gewissen Geist. Geist Gottes, Schöpfergeist, lass mich wieder eine neue Liebe und Leidenschaft für die Verlorenen entdecken. Ihr Lieben, was mich bitter traurig macht als alten Pastor, ist, dass in vielen Gemeinden keine Leidenschaft mehr da ist für Menschen, die ohne Christus leben. Wir haben uns so fromm eingerichtet und sagen, ach, es ist alles so wunderschön. Ich gehe am Sonntag in die Gemeinde, ich erlebe Gesänge, es ist alles herrlich. Und nebenan gehen Menschen verloren und sie interessieren uns überhaupt nicht.
Ich weiß nicht, für welchen Menschen du betest, dass er Jesus findet. Vielleicht ist es dein Papa. Und vielleicht sitzt du sogar heute Morgen hier. Und ich bitte dich als Papa, der du hier sitzt und vielleicht Jesus noch nicht angenommen hast. Gott will in dir wohnen. Er sehnt sich nach dir. Dein Kind betet, dein Ehepartner betet, dass dein Herz erfüllt wird. Gottes Heiliger Geist überführt von Sünde, überführt auch von der Leere, und er will dein Herz noch füllen. Dieser erneuernde Geist macht aus ängstlichen Menschen mutige Menschen. Ich denke an Pfingsten. Petrus, gut, der Kerl hatte immer eine große Klappe. Aber die anderen Jünger, was waren das? Ängstliche Leute. Da stehen sie und verkündigen Jesus, den Auferstandenen. Jesus lebt. Der Heilige Geist erfüllte sie mit Kraft und sie hatten Mut, ihn zu bezeugen. Ich weiß nicht, wie es morgen bei dir losgeht. Wirst du einem Menschen sagen, was du heute hier erlebt hast? Einen fantastischen Chor gehört, der Gott die Ehre gegeben hat und wir haben uns gefreut darüber? Wirst du das bezeugen und sagen, wie war dein Sonntag? Och, na ja, ein langer Gottesdienst. Oder aber wirst du sagen, ich bin Jesus begegnet. Ich habe neu entdeckt, dass Gott mich lieb hat, dass Gottes Geist in mir wohnen will. Von einer Beziehung mit Jesus zu leben. Dann auf einmal zu entdecken, ich brauche ihn in meinem Alltag, in meinem Leben. Damals an Pfingsten geschah das große Wunder. Da gab es noch kein Handy. Da geschah das große Wunder, die Menschen verstanden die Botschaft. Es war ein Hörwunder. Gottes Heiliger Geist hat den einzelnen Völkern, die dort in Jerusalem waren, mitgeteilt. Jesus ist auferstanden. Es gibt eine lebendige Hoffnung. Davon sprachen die Jünger und sie hatten keine Angst mehr. Sie wurden verfolgt und sie hatten keine Angst. Dort erfüllte sich das Wort aus dem Joel. In den letzten Tagen, spricht Gott, will ich alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich meinen Geist geben und sie werden in meinem Auftrag reden, schreibt schon der Prophet Joel ganz eindeutig darüber. Und Petrus predigt und es ging ihm durchs Herz. Sag mal, wann ist dir das letzte Mal etwas durchs Herz gegangen? Hier bin ich gemeint. Das muss ich jetzt in Ordnung bringen. Jetzt will ich neu wieder Gott danken, dass er meinen Leib so wertvoll achtet, dass er in mir wohnen will. Wo der Geist Gottes ist, ihr Lieben, da ist geistliches Leben. Wo der Geist Gottes ist, ist eine Gemeinde lebendig. Wo der Geist Gottes ist, wird Sünde ernst genommen und Vergebung erfahren und neues Leben geschieht. Dieser Heilige Geist ist ein Geist der Freiheit. Die Menschen sehnen sich nach Freiheit und der Heilige Geist gibt uns Freiheit, zu reden, zu bezeugen, fröhlich zu sein. Ich weiß nicht, ob du dir hin und wieder mal eine Kirche, einen Dom anschaust. Ich mache das so hin und wieder. Überhaupt dann, wenn es sehr heiß ist, dann gehe ich gerne in einen Dom, der ein bisschen kühl ist. Gott wohnt da nicht. Gott wohnt auch nicht in diesem Gebäude. Gott wohnt in unseren Herzen. Und das ist das Großartige. Schon Salomo wollte Gott einen Tempel bauen, damit Gott da drin wohnt. Und er sagt, ich wohne in keinem Tempel. Warum nicht? Weil er in deinem Herzen wohnen will, in deinem Körper sein will. Habt ihr vergessen, dass ihr der Tempel Gottes seid? Und dass Gottes Geist in euch wohnt, ihr gehört euch nicht mehr selber, wenn ihr an Jesus glaubt, sondern ihr gehört ihm. Und dann darf er bestimmen über dein Leben. Aber er meint es gut mit dir. Du musst keine Angst haben vor einer Entscheidung für ihn, sondern du darfst dich ganz neu ihm zur Verfügung stellen. Er wartet auf dich, auch an diesem Morgen. Heiliger Geist, tröstet dich. Vielleicht bist du so wie mein Schwamm heute hier. So zusammengeklappt, so fertig, ich kann nicht mehr. Am Ende, hart. Vielleicht bist du hart geworden gegenüber dem Leben. Du schaust dich um in unserem Land und Volk und es ist vieles an Verhärtung zu sehen. Traurig. Und dann fühlst du dich so wie dieser mein Schwamm. Du kannst es vielleicht nicht sehen. Wenn ich diesen Schwamm nun fallen lasse, ins Wasser hinein,
dann öffnet sich dieser Schwamm. Und wenn du dich eintauchst in die Gnade und die Liebe Gottes, auch übrigens, ihr Kinder, habt ihr eure Hände noch da? Ja? An der rechten Hand, 5 Finger, ja? L, I, E, B, E. Was heißt das? Liebe. Die eine Hand Gottes. Und die andere Hand, die linke, G, N, A, D, E. Heißt? Gnade. Liebe und Gnade umgeben dein Leben, weil Gott Liebe ist. Und weil er gnädig ist, kannst du zu ihm kommen, dich eintauchen in seine Liebe. Und dann wirst du auf einmal, was, liebevoll. Und dann fließt es aus dir heraus, weil Gott ist Liebe. Und erstaunlich ist ja, Gottes Heiliger Geist ist ein Geist der Liebe und der Kraft und der Besonnenheit. Und dort, wo du eintauchst und wo du ihn bittest, komm, füll mein Herz neu, wirst du auf einmal entdecken, seine Kraft ist für dich da. Sein Trost gilt dir in ganz schwierigen Lebenssituationen. Und er sagt, ich werde dein Beistand sein in Momenten, wo du selber nicht weiter weißt. Vergiss es nie, ich bin doch bei dir, alle Tage. Steht das nicht hier? Ja? Warum steht das da? Damit du es nie vergisst. Aber gefährlich wird's, wenn man so einen Spruch immer liest. Wisst ihr warum? Wir beachten ihn gar nicht mehr. Das ist schlimm. Er aber hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Tauch dich ein und erlebe auf einmal, dass du etwas zum Weitergeben hast an andere. Die Liebe Gottes, die ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in dein Herz, die darfst du anderen vorleben und mitteilen. Darum, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Er denkt an dich und noch mehr. Er möchte in dir wohnen. Wenn Jesus nicht in deinem Herzen, in deinem Leben bisher eingezogen ist, wenn du bisher gesagt hast, ich weiß das alles, aber ich habe ihn noch nie gebeten, bewusst in mein Leben zu kommen, dann ist heute eine Möglichkeit und die Brüder sind bereit, mit dir zu reden, mit dir zu beten, dass du ihn aufnimmst, dass du auf einmal wieder anfängst, Gott zu danken, dass dein Leib ein Tempel Gottes sein soll. Und ich denke an jenen Mann, er war 60 Jahre alt und ich bat ihn zum Gespräch, weil er immer wieder so traurig war. Ich sagte, du bist so traurig auf dieser Freizeit, was ist los? Ach, sagte er, ich weiß so viel. Meine Frau betet seit 20 Jahren für mich. Aber deutlich ist mir geworden, als du mit Matroschka was gemacht hast. Und sagte er, jetzt möchte ich ihn aufnehmen. Kannst du mit mir beten? Ein 60-jähriger Mann. Und wir knieten nieder. Und das Große war dann, er fing an, Gott zu loben und zu danken und zu preisen. Und ihr Lieben, das ist so großartig, wenn Friede Gottes in unser Herz dringt, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, dann wird unser Leben anders. Und so möchte ich dich einladen, neu darüber nachzudenken, wie wertvoll du als Mensch bist. So wertvoll, dass Jesus sein Leben für dich gelassen hat, um deine Schuld zu sühnen, um deine Strafe auf sich zu nehmen, um dir ewiges Leben zu geben. Lass ihn ein in dein Leben. Er lädt dich ein, auch an diesem Morgen. Wir stehen auf, sofern wir können, zum Gebet. Herr Jesus, du hast uns nicht alleine gelassen in dieser Welt. Du gibst uns deinen Geist, den Tröster, den Beistand, den Helfer. Du erfüllst unsere Herzen mit einer neuen Liebe und Leidenschaft, sodass wir wieder liebevoll werden. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Was sind wir Menschen, dass du dich um uns kümmerst? Herr, wie großartig ist das? Und wir können nur staunen mit dem Psalmbeter. Möchten dir danken, Herr Jesus, dass dein Heiliger Geist in uns wohnen will, dass du selber in uns wohnst. Und ich bitte dich, Herr, dass du unsere Herzen weiter berührst. Du kennst jeden unter uns. Und du weißt um die, Herr, die innerlich hart geworden sind, zusammengeklappt und fertig. Lass sie neu erfüllt werden von deinem Geist, von deiner Liebe. Gib uns wieder eine tiefe Sehnsucht, dich besser kennen und lieben zu lernen. Füll du unsere Herzen, damit wir etwas weiterzugeben haben von dir. Du möchtest gerne, dass dein Name in die Welt getragen wird. Und so bitten wir dich um Kraft, um Freiheit und um Mut, auch morgen wieder, ja, wenn möglich sogar noch heute, dich zu bezeugen.
Danke, dass du mit uns gehst in die Zukunft. Du lässt uns nicht alleine. Und so preisen wir dich an diesem Morgen, dass du es bist, der unser Leben erfüllt, nicht irgendeine Idee. So segne einen jeden mit deinem Frieden. Lass uns jetzt neu entdecken, auch unter diesem Lied, dass bei dir Friede ist. Amen. Wir nehmen Platz.